Hallo, hier ist der Gerhard. Ich bin hier mitten in der Natur und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man die Winterlandschaft malt in ungefähr 2 Minuten. Denn es ist hier ein bisschen schattig, ihr merkt es schon, es hat also -1 Grad. Und der Vorteil ist, wenn ihr im Freien malt und im Winter malt, ihr müsst euch kurz fassen. Das ist wie in einer Gesprächsrunde. Ihr macht einfach ein Standing, das heißt, alle Personen, die was zu sagen haben, müssen stehen. Dann fassen die sich kurz und dann ist dieses Standing in spätestens einer Viertelstunde vorbei und es gibt kein Gelabere und endlos Diskussionen. Hier ist es auch so, ihr habt nie Zeit, dass er euch verheddert oder sonst irgendwas macht. Ihr müsst ganz schnell sein, sonst geht es einfach nicht. Ja, dann sind die Finger irgendwann mal klamm, meine sind schon klamm und ja, fasst euch kurz. Das ist die Landschaft hier. Ich finde die geil. Schön, ich bin gern hier. Das ist in der Nähe von meinem Studio. Mein Studio ist so einen knappen Kilometer entfernt. Ihr seht mich hier in ein Skizzenbuch malen, DIN A5 Querformat. Das Papier ist für Nassarbeiten, damit das einfach nicht aufweicht. Deswegen ist für nasse Technik auch dieses Nasspapier wichtig. Die Farbe ist schwarze Acrylfarbe. Ihr könntet auch schwarze Gouache oder schwarze Tinte hier nehmen. Ich habe hier einen Pinsel Nummer 22, Nylon-Pinsel, kurzstielig, das ist ein bisschen bequemer. Dieser Stift hier, Peel and Sketch, so heißt der, Peel and Sketch, schälen und skizzieren. Das ist ein schwarzer Kreidestift und statt Holz ist er mit Papier ummantelt und dieses Papier kann man abschälen. Dieses Abschälen macht manchmal ein bisschen Schwierigkeiten in den Kursen, aber ich finde ihn sehr, sehr praktisch. Die Farbe dieser Kreide passt jetzt auch ganz gut, wenn man so Schwarzzeichnungen macht, Schwarzbilder malt. Und es ist natürlich auch nicht wichtig, dass die Zeichnung, die ich in so einem Moment draußen mache, so ein Bild, das ich da im Freien mache, dass es genau das wird, was ich da sehe. Dafür ist es eigentlich zu kalt, es hat -1 Grad, aber es ist leicht windig und gefühlt sind es 5 bis 7 Grad Kälte, -5 bis 7. Und das ist mehr so die Idee dieser Landschaft. Ihr müsst euch vorstellen, immer wenn ich dieses Bild ansehe, dann denke ich an diesen Tag und an diesem Tag habe ich dann dieses Bild gemalt und diese Erinnerungen kommen auf. Das ist das Wichtige. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Memory-Kärtchen, das mich an die Stimmung erinnert. Und ich fände es klasse, wenn ihr das einfach mal ausprobiert. Ihr werdet merken, es macht unglaublich Spaß und die Erinnerungen kommen ständig in einem hoch. Was das für ein Tag war, wie man das Ganze gemalt hat. Und ja, so lebt er einfach ein kleines Stück intensiver. Ja, und ich bin fertig, wie ihr seht, und wir hören uns gleich nochmal. Also ihr habt gesehen, wenn ihr wenig verwendet, nur eine Farbe und vielleicht einen Stift, dann kommt auch schnell hinter ein passables Ergebnis und ihr vertickt euch nicht. Also hier kann man nicht so lange rumtun. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und läutet die Glocke, dann kriegst du immer eine Nachricht von mir, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Gerne hinterlass etwas in der Kommentarleiste. Es freut mich natürlich, wenn ich sehe, wer hier so auf meinem Kanal ist, wer meinen Kanal sieht, und schreib mir deine Ansicht dazu, wie es dir erging. Also bis dann, macht es gut und ciao und bleib tough.